Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ging es genauso wie dem Kollegen Bialas, als ich den Antrag las und dachte, da schaust du noch mal in die kleine Anfrage rein, was stand denn da? Habe ich sie erstmal nicht gefunden, weil sie, Herr Rickfelder, wohl sich selber nicht mehr daran erinnerten, was das für eine Drucksachennummer war. Also, ich habe sie dann aber nach gründlicher Recherche dann doch bei uns im System gefunden, habe sie mir durchgelesen und habe das dann mit Ihrem Antrag verglichen. Und in der Tat, es ist so, es sind 27.712 nicht abschließend bearbeitete Anträge zur Spurensicherung vor. Bei weit überwiegenden Anteil handelt es sich um DNA-Spuren. Da steht in Ihrem Antrag ein Punkt. In der kleinen Anfrage steht da aber ein Komma. Und dann geht es weiter. Und das Komma haben Sie wohl hier geflissentlich übersehen, um es mal vorsichtig zu sagen, weil nach dem Komma geht es weiter, bei denen Gründe für eine vorrangige Untersuchung nicht bestehen und Vorprüfung in den Kreispolizeibehörden zur Spurenqualität bzw. Tatrelevanz nicht in allen Fällen umfassend erfolgt sind. Das, sagen wir mal vorsichtig, ist die halbe Wahrheit, die man hier einfach die andere Hälfte weggelassen hat. Die andere halbe Wahrheit, die Sie weggelassen haben, ist bei Ihrem Vergleich 2011. Da sind gleich zwei Sachen, die man dazu sagen muss. Im Vergleich 2011 ist nicht nur damals, das lassen Sie auch geflissentlich weg, der Anteil der unbearbeiteten Spuren wesentlich höher gewesen, als auch natürlich insgesamt die Anzahl der Anträge, die 2011 eingegangen sind, sehr viel geringer war als die, die jetzt da sind. Also man kann sich die Wahrheit auch so reduziert runterdeklarieren, wo dann nachher komplett falsche Schlüsse daraus gezogen werden. Und ich sage mal so, die andere Hälfte gehört für eine redliche Politik, Herr Rickfelder, auch dazu. Auch verschweigen Sie Ihrem Antrag das, was in der Kleinen Anfrage dann ja auch ausgeführt wird, nämlich, dass man auch angesichts dieser Lage nicht einfach sagt, ist alles in Ordnung, sondern dass die Landesregierung hier reagiert hat und ein sogenanntes DNA-Priorisierungskonzept eingeführt hat. Und auch diese Erläuterung lassen Sie weg, dass nämlich hier schon gehandelt wurde und im Rahmen dieses Priorisierungskonzeptes dann auch ein Prüfkriterium für die Kreispolizeibehörden entworfen wird, bei denen dann hier noch mal geprüft wird, ob überhaupt hier die Spuren weitergeleitet werden oder Frau nicht. Frau Kollegin Dücke, haben Sie Zeit für eine Zwischenfrage? Ich bin gerade den Gedanken von Herrn Rickfelder. Vielleicht am Ende, Herr Rickfelder, weil nämlich, das ist auch schon meine letzte Anmerkung zu Ihrem Antrag, ebenfalls weglassen tun Sie hier die Analyse auch, wo stehen wir eigentlich beim Erfolg unserer DNA-Analyse. Und da sagt das Landeskriminalamt ausweislich eines Artikels in der Welt vom 11. Januar 2017, ich zitiere hier aus der Presseberichterstattung, bei der Untersuchung von DNA-Spuren sind die Kriminaltechniker in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr so erfolgreich gewesen wie noch nie. Mit 6.548 Treffern sei ein neuer Rekord seit Einführung der DNA-Analysedatei 1998 erzielt worden, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Das entsprach einer Steigerung von 37% im Vergleich zum Vorjahr. Der bisherige Rekord war 2013. So, auch hier nicht nur dieses Zahlen, ja, wie gesagt, lassen wir mal die Hälfte weg und dann sieht das alles schon ganz anders aus. Nicht nur die Zahlen gehören hier in so einen Antrag, sondern auch die Frage, warum machen wir das eigentlich und was für Ergebnisse haben wir denn mit dieser Arbeit? Und die Ergebnisse, wie gesagt, lassen sich sehen. Hier sind die Treffer erheblich gesteigert worden und es sind auch Maßnahmen eingeleitet worden, um diesen Rückstau, um diesen Antragsflug zu kanalisieren, zu priorisieren. Und insofern, sagen wir mal, ist es euphemistisch ist es unredlich, so zu arbeiten. Ja? Aber ich bleibe mal freundlich dabei. Aber jetzt hatten Sie noch eine Frage. Jetzt hat Herr Rickfelder am Ende noch eine Zwischenfrage. Bitte schön, Herr Rickfelder. Frau Düker, wenn Sie mir vorwerfen, dass ich so viel weglasse und das dann als unredlich darstellen, wie finden Sie es denn, dass Sie etwas hinzufügen? Ich habe von 2011 nämlich gar nicht gesprochen, von 10 und von 13, aber nicht von 2011. Dankeschön. 2011, ja, kann gut sein, haben Sie recht. Aber der Rest war eigentlich auch genug, Herr Rickfelder, um Ihnen den Vorwurf der Unredlichkeit aufrechtzuerhalten. Vielen Dank, Frau Dücker. Für die FDP-Fraktion